What is that you've got written on your helmet? Born to kill, sir. You write born to kill on your helmet and you wear a peace button. What's that supposed to be, some kind of sick joke? Voll, voll, die Presse, voll, Presse, voll, Presse, voll, Presse. Voll. Howdy ho und herzlich willkommen zurück in diesem Podcast, in dem es um Presse- und Medienthemen geht und der wie folgt heißt: Voll in die Fresse. Nein, natürlich fast nicht. Richtig. Ja, und was ganz besonders schön ist, man hört es vielleicht an dem seichten Vogelgezwitscher im Hintergrund, wir sind zurück auf dem Assi-Parkplatz im Benanza-Bus. Das Beefhole hat uns einen warmen Winterunterschlupf geboten, ist aber nicht mehr erforderlich. Der Benanza-Bus ist zurück und wir stehen heute sogar standesgerecht neben einer riesengroßen Mülltonne. Also, stimmt. ist ja nur Altpapier. Ey, ist das ein Ausblick? Oh, naja, Mann. Kann der Sammer gleich seine ganzen Zettel reinschmeißen, die er heute ausgedruckt hat. Aber das ist noch dazu ein Schattenparkplatz. Und ich habe mir sagen lassen, ich mache diesen Podcast mit Schattenparkern. Und es ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, weil eben hat mein Auto hier 29,5 Grad angezeigt. Ob das wohl wahr ist, weiß ich gar nicht, aber es ist echt warm heute. Ich bin ja heute entgegen meiner Natur mit dem Fahrrad gekommen. Ja. Und es war angenehm. Ja, der schwitzt jetzt gerade wie ein Schwein. Nein. Ich muss das ganze CO2, ich habe extra den Motor laufen lassen in der Tiefgarage, weil ich sonst... Für die Bilanz. Genau. Sonst wird das auffällig. Ja, und dann haben wir natürlich auch die drei schon gehört, mit denen ich hier sitze. Mal wieder schön muckelig warm im Bus. Der Herr Sammer. Hallöchen. Jutrup, weil es warm ist. Aber sicher. Herr Prollo Ferrari ohne Ferrari, sondern mit Fahrrad. Prollo Fahrrad ab heute. Ferrari. Und natürlich Beef Rogers. Hallöchen. Er hat irgendwie wichtige Börsengeschäfte noch zu machen und studiert seine Handy-App. Kaufen, kaufen, verkaufen. Bringt gar nichts. Heute ist Sonntag, Börse ist zu. Wahlsonntag in NRW. Ich wundere mich, als was sich so wenig tut an der Börse. Ja, geht gar nichts. Habt ihr denn schon gewählt? Nicht so ein Wart Bäume ihr schon im Wahllokal? Ja. Schon vor Wochen gewählt. Aha. Ich noch nicht. Ich fahre tatsächlich hier nach der Aufnahme ins Wahllokal. Du bist so ein Last-Minute-Wähler? Nee, ergab sich heute. Der will das Zünglein an der Waage. Ja, genau, ja. Genau. Das hasse ich ja auch, wenn du da um 18 Uhr sitzt und dann kommen jetzt die letzten Omas noch zum Wahlbüro, wie im Supermarkt. Ja, die gehen auch nur zu Stoßzeiten einkaufen, die Leute. Also ich war heute Mittag wählen, da war echt was los, muss man sagen. Was meinst du, wenn man da sitzt? Ja, auf die Wahlergebnisse, auf diese Schlafmützen, die 3 Monate vorher wissen, wann Wahl ist, wenn nicht sogar 4 Jahre. Und dann schaffen sie es aber nicht rechtzeitig. Ja, was die wenigsten wissen, der Prollo Ferrari war ja früher Wahlhelfer. Und dann saß er immer da und hat um Viertel vor sechs schon eingepackt. Und dann kam da über den Schulhof ganz langsam der Rollator von Oma Hansen. Ja. Und so, halt, junger Mann, ich will auch noch wählen. Und Herr Ferrari... Ja, und dann lesen die teilweise stundenlang den Zettel durch, als wüssten sie nicht, was gewählt wird. Jetzt mal ohne Quatsch, hast du wirklich mal Wahlhelfer gemacht? Nee, habe ich mir schon gedacht. Aber ich habe mal... Ich war Zivi, das ist ja das Gleiche, nur mit Code. Aber Wahlhelfer ist lukrativ. Ich habe heute gelernt, man kriegt 150 Euro dafür. Sei denn, man ist Beamter. Ja, aber das ist auch, also nicht nur ein verantwortlicher Job, sondern das ist auch mitunter kein einfacher Job. Ich habe bei der Bundestagswahl mir den Spaß mal erlaubt, mit meinem Sohn dann nach 18 Uhr da bei der Auszählung beizuwohnen. Das darf ja jeder zugucken. Ne? Ist ja nicht, echt? Cool. Ja, ist ja nicht so problematisch wie in den USA, wo dann irgendwie es Ärger gibt, wer darf wie wo stehen und keine Ahnung was. Hatten wir ja jede Menge Geschichten in der Presse und guckst du halt zu und es ist nicht ohne, weil die Wahlordnung oder die, weiß ich nicht, welche Gesetzwerke da dann zum Zuge kommen, auch mitunter kompliziert sind. In welcher Reihenfolge was zu zählen ist, dann hast du ja Erst- und Zweitstimme und dann haben die sich dann irgendwann mal, haben sie aus Versehen zuerst das gezählt statt zuerst das, dann mussten sie das alles irgendwie neu machen. Und wegschmeißen. Und das vor Publikum, das ist natürlich auch doof. Ja, aber du siehst auch, dass das, dass da Leute sitzen, dass da kontrolliert wird und dass das ernst genommen wird und dass das funktioniert, ja. Also da sind halt wirklich die verschiedensten Leute aus der Zivilgesellschaft, nenne ich erstmal so, ein Leiter, der das Ganze da organisiert, der so ein bisschen da das Sagen hat. Und dann wird da richtig ganz genau geguckt und gezählt und Zahlen übertragen und ab in Umschlag, darf nur, muss nochmal raus und dies und das. Also es war
beeindruckend. Empfehle ich jedem, geht mal einfach hin nach 18 Uhr, guckt euch das an. Public Viewing bei der Stimmauszählung. Ja. Wusste ich auch nicht, dass das gibt. Wieder was gelernt und dafür sind wir ja auch da. Letztens, jetzt unter der Woche, haben wir schon festgestellt, hätte man in der Sendung, wie heißt sie, Sommer? Wer weiß denn sowas? Wer weiß denn sowas? Unseren Podcast mal gehört, der liebe Herr Elton, den wir jetzt hier mit taggen. Unser Social Media Beauftragter kümmert sich ja darum, dass das auch da ankommt. Dann hätte er die Antwort auf die Frage gewusst, wer oder was war Fluffy? Genau. Ja, wer oder was war Fluffy? Genau. Ich weiß nicht mehr genau, wie die Frage war. Da waren jedenfalls dann die üblichen drei Antworten. Und es wäre jedem Hörer von uns super leicht gefallen, ne? Aber Elton, du hast es nicht gewusst. Ganz ehrlich, Elton, ich bin total enttäuscht. Ich dachte, du wärst definitiv einer unserer Stammhörer. Ja. Ja, was hat er noch getippt? Ich weiß schon gar nicht mehr. Was mit dem Schäferhund. Ja. Die erste Antwort A war auf jeden Fall. Ja, es war auf jeden Fall falsch. Ja, und es war nämlich Fluffy, es war ein Saugroboter, der einfach abgehauen ist. Genau. In der Schweiz. Nee, Österreich. Ah. Gut, das ist Mailand oder Madrid. Ja, ich wollte sagen. Was guckst du denn da für Nackt? Ich glaube, das sind irgendwelche scheiß Werbebilder hier von in dem Zeitungsartikel, genau, weil das passt so ein bisschen zum Thema. Ich fange mal an einfach. Ich hätte jetzt hier einen Artikel, den hab ich empfohlen bekommen von unserem werten Kollegen Henk Frank Schröder, den wir hiermit auch ganz herzlich grüßen. Und ich habe auch die Freigabe von ihm erhalten, ihn hier vortragen zu dürfen oder beziehungsweise darauf hinzuweisen. Wie habt ihr es denn so mit der Kunst? Habt ihr so einen, wie soll ich sagen, so einen Zugang zu Kunst oder fällt euch das mitunter schwer? Oder hängt ein bisschen von der Kunstform ab? Also ich habe auf jeden Fall einen guten Zugang zu Kunst. Es hängt ein bisschen natürlich auch davon ab, in der Tat Kunstformen. Es gibt Sachen, die interessieren einen mehr, andere weniger, aber Bilder zum Beispiel finde ich hochinteressant. Also ob selber malen oder anschauen. Kunst ist schon eine ganz großartige Geschichte. Ja, ich bin ja ein bekennender Street-Art-Fan und zumindest diese Straßenkunst hat es mir seit vielen Jahren angetan. Ich habe es eher so mit Aktionskünstlern. Da bin ich ja auch heimlicher Sympathisant, wenn wieder irgendwer Leute ärgert in der Fußgängerzone. Ja, du bist auch selber Aktionskunstlebende, ne? Ich? Ja, warum? Ich finde schon manchmal. Du warst doch der Typ, der sich die Eier am Roten Platz festgenagelt hat, oder war das dieser Russe? Oh, erinnere mich nicht daran. Ich sitze schon ganz schief hier. Das waren noch Stories, als der Ballermann immer diesen Aktionskünstler, den hat er ja richtig verehrt. Ja. Mensch, Ballermann. Ja, hier ist ein amerikanischer Austauschstudent, der auch irgendwie versucht hat, in Tübingen einen Zugang zu Kunst zu finden. Und zwar steht in Tübingen am Tübinger Schnarrenberg steht ein Kunstwerk, das einer weiblichen Vagina nachempfunden ist. Und der Student meinte, er müsste eine Mutprobe machen und ist dann in dieser Steinvagina stecken geblieben. Und das auch noch mit Fuß. Er wollte reinklettern oder sonst irgendwie. Hat er wenigstens ein Peniskostüm angehabt? Nee, hatte kein Peniskostüm. Die Geburt nochmal nachempfinden? Oder was? Das ist von einem chilenischen Künstler tatsächlich und der hat letzten Endes dieses, heißt Chacón, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, und das heißt in der Sprache der peruanischen Indios so viel wie Liebe machen. Und wie gesagt, das ist bei dem jungen Mann schiefgegangen, den musste dann leider die Feuerwehr da wieder befreien aus der steinernen Vagina. Das ist jetzt, glaube ich, auch ein bisschen blöd gelaufen bei ihm. Steinern ist ja auch nicht wirklich angenehm, ne? Gut, aber wie gesagt, das sind halt auch so dumme Ideen, ne? Das ist im Nachhinein, weiß man es dann besser irgendwie. Aber ein Sexunfall der besonderen Art. Sehr besonderen Art, genau. Das ist, wie gesagt, das nur so vorweg mit. Aber die 120.000 Euro teure Skulptur nahm keinen Schaden, also insofern. Wo steht die? Die steht da draußen. Tübingen. Ja, aber die steht draußen oder steht die irgendwo in einem Museum oder? Nee, die steht draußen. Tübinger Schnarrenberg, das ist einfach, das ist im Prinzip im Stadtbild. Also ganz normal steht die da. Die Vagina von Tübingen kennt, glaube ich, jeder. Ja, und es hat aber irgendwie dummerweise nicht geregnet, sodass er da irgendwie wieder rausgekommen wäre, besser.
Das wird hier nicht erwähnt, aber nein, also er ist offensichtlich nicht rausgekommen und auch Passanten konnten schlecht helfen, also es war irgendwie schwierig. Ich unterstelle ja dem Künstler deswegen auch der Hinweis mit der Aktionskunst, ich unterstelle ihm so ein bisschen, dass er genau wusste, dass das irgendwann passiert. Ja, das kann natürlich sein, ja, ich weiß es nicht. Ja, der lädt ja mit dem Titel sogar dazu ein, wenn das heißt Liebe machen oder so. Ja, aber mit dem Fuß, also egal, auf jeden Fall. Ach, der ist mit dem Fuß. Das hast du gar nicht erzählt. Habe ich gesagt am Anfang mit dem Fuß, er hat sich den Fuß verkeilt. Ihr müsst hinhören, Leute. Ich habe den jetzt so mit dem ganzen Körper da so anstecken sehen. Nein. Nee, er ist da irgendwie mit dem Fuß rein. Also der verkeilte Fuß und der kam nicht mehr raus. Das ist ja gut, so macht man auch nicht Liebe. Was ist das für ein Spacko? Ja, genau. Ja, weiß man denn, wie genau hat man den denn da? Hat man den Fuß abgeschnitten dann oder? Nee, die Feuerwehr hat ihn dann quasi so hochgehievt und mehrmals gedreht mit den Feuerwehrleuten, wenn er so richtig verstanden hat. Hat ihn hoch und mehrmals gedreht. Um ihn dann da quasi diese verkeilten Fuß rauszukriegen. Ja, es gibt, glaube ich, weniger peinliche Momente im Leben. Aber egal. Also wie gesagt, das nur so für den Anfang mit einem schönen Gruß von und an Hank Frank Schröder. Das ist super, lieber Hank. Das ist eine tolle Steilvorlage für den ersten Artikel, den ich hier schon auf Halde gelegt hatte, weil ich dachte, das ist ja hier so ein eigentlich ein ziemlich männerlastiger Podcast, obwohl viele unserer HörerInnen weiblich sind und auch uns immer hier fleißig Feedback geben. Und deswegen habe ich gedacht, ich muss einfach mal mehr diese Frauenthemen bringen. Und bin bei T-Online auf eine NASA-Geschichte mal wieder. Der Weltraum hat es uns ja angetan, unendliche Weiten und so weiter. Und die NASA macht jetzt mit Unterstützung aus Köln, da ist ja dieses deutsche Luft- und Raumfahrtzentrum, Busenexperimente bei einer Mondreise. Wieso? Warum muss man das machen? Was könnt ihr euch da vorstellen? Vielleicht mal so ein bisschen wissensbegierig. Ist das irgendwas wegen der Schwerelosigkeit? Nee, schön wäre es wahrscheinlich. Nee, aber. Silikon für BHs? Der Hintergrund ist, dass die NASA erstmals eine Frau zum Mond schicken will. Also offensichtlich, das wusste ich gar nicht, planen die wieder Menschen zum Mond zu schicken. Und da soll jetzt auch eine Frau mal dabei sein. Und damit die sicher ankommt, haben Kölner Forscher zwei Hightech-Puppen für ein spezielles Busenexperiment gebaut, Helga und Soha. Und die sind schon auf dem Weg zum Mond, in einer Sonde. Aber warum? Ja, wegen, damit die Oberweite in den Anzug reinpasst, oder was? Ja gut, man könnte ja theoretisch jetzt bei der Auswahl der Astronautin ein gewisses Limit setzen. Muss ja nicht Dolly Buster da hochschicken. Ich habe jetzt tatsächlich auch keine Idee. Das liegt an der Strahlung. Also wenn man wohl zum Mond fliegt, auch alle Menschen, dann ist man wohl besonders starken Strahlungen ausgesetzt. Vor allem auf dem Weg zurück zum Erdtrabanten. Und der weibliche Körper reagiert da wohl besonders strahlungsempfindlich drauf. Insbesondere die Brust. Die haben ja Männer in dem Maße nicht ganz so viel. Und deswegen wollen sie das sicherstellen mit so zwei Puppen, wo 10.000 Sensoren drin sind, unter anderem in der Brust, die komplett so vom Organismus und dem Körperbau, dem weiblichen Körper nachempfunden sind und 34 Strahlendetektoren eingebaut haben, wollen die im Endeffekt testen, was sie machen müssen, damit die Frau sicher ankommt. Und deswegen haben sie die eine, ich weiß gar nicht, wer das ist, Helga vielleicht, ohne Weste, ohne spezielle Weste ausgestattet. Und die andere hat halt so eine spezielle Strahlenschutzweste an. Und dann wollen sie eben schauen, bei welcher kommt mehr Strahlung an. Haben sie so Sensoren oder was dann eingebaut, die das aufzeichnen? Und ja, habe ich ja gerade gesagt. Also 34 Strahlendetektoren sind da drin. Und den ersten Teil ihrer Reise haben Soha und Helga bereits angetreten vor einigen Tagen. Muss ich auch sagen, von wann der Artikel ist, den habe ich mir schon vor ein paar Tagen gezogen. 3. Mai, also die sind schon on the way. Ich glaube, 21 Tage fliegen die da hoch. 26 Tage und zwischen 26 und 42 Tagen. Sie wissen es noch nicht so genau. Aber die sind auf jeden Fall noch unterwegs
Und dann weiß man, wie man eine Frau ausstatten muss, damit sie sicher zum Mond und zurück gerät. Ich fand das natürlich einfach nur deswegen geil, weil der Titel lautet Forscher machen Busenexperiment auf Mondreise. Da klicke ich doch direkt erstmal drauf. So funktioniert das ja. Das ist natürlich auch mal wieder, also wirklich, die Überschriften haben dann häufig mit dem Inhalt eigentlich gar nichts zu tun. Nee. Das ist ja, also so ein echtes Busenexperiment ist es ja nicht. Aber die Überleitung, die du mir anbietest, ist dermaßen genial, dass ich hier direkt einsteigen muss. Ich habe zu Hause mal aufgeräumt, kommt ja ab und zu vor, und habe tatsächlich noch irgendwie aus 2020 teilweise Artikel gefunden, die ich noch überhaupt nicht hier mit geschleppt habe. Und eine ist aber jetzt hier so kurios oder verrückt oder wie auch immer, dass ich sie hier von Februar 2020 noch jetzt unbedingt mal mit euch besprechen möchte. Was ist denn, also folgende Situation. Mann und Frau sanieren ihre Garage, dämmen die, genau genommen. Sie dämmen die Garage. Es ist offensichtlich Sommer. Sie haben drei Kinder, die gehören zum Vater. Die Frau ist dazu reingeheiratet sozusagen. Sie machen das beide oben ohne diese Arbeit. Also die Frau auch. Ja, sie dämmen die Garage oben ohne. Was könnte jetzt das Problem daran sein? Also er auch, fairerweise. Timing-Problem, weil Februar 2020 ist nicht Sommer. Da war die Meldung her. Also das heißt jetzt nicht, das war in Deutschland dann kalt, ja. Aber das ist nicht aus Deutschland die Meldung, sondern vielleicht das noch dazu. Cool. Das ist aus Utah. Da ist es dann, glaube ich, schon wärmer. Und das muss auch nicht im Februar gewesen sein. Das ist ein bisschen anderer Zeitpunkt gewesen. Das heißt, die haben beide oben ohne die Garage gedämmt. Ja. Ja. Es ist kurz darauf sogar zu einem Strafprozess gekommen. Erregung öffentlichen Ärgernisses, weil... Weil es die falsche Garage war vom Nachbarn? Womit haben die das dann gedämmt? Ihr kommt der Sache näher. Es ist irgendwie fast unfassbar. Ich habe euch ja extra noch den Hinweis gegeben. Ach, Utah. Die Kinder, ja, Utah ist ein guter Hinweis, und die Kinder sind nicht von ihr, sondern von ihm. Gott, es sind Stiefkinder. Ja. So. Und die sind zwischen 9 und 13 Jahren. Und die leibliche Mutter hat davon mitgekriegt und hat Anzeige erstattet. Weil das ist, wer sagte das hier von euch, unzüchtiges Verhalten in Utah. Und im Falle einer Verurteilung hätte jetzt die Frau, die Mutter, sogar als Sexualstraftäterin wäre sie registriert worden. Ist das nicht unfassbar? Aber das, was ich nicht verstehe, ist, ja, das ist unfassbar. Also, weil die Kinder das gesehen haben, ne? Sie haben sie die gesehen. Könnten doch, wenn die Mutter die neue Partnerin ist, dann könnten die da auch zufällig, bewusst oder unbewusst, mal in der Dusche oder irgendwo zu Hause beim Umziehen sehen. Also das ist ja jetzt nicht völlig ausgeschlossen. Korrekt, Ben. Deswegen sagt auch der Anwalt der Frau, das Ganze ist lächerlich. Muss sie sich Sorgen machen, dass ihre Kinder sie oben ohne sehen könnten, versehentlich. Also das ist doch total verrückt, oder? Prollo, du bist doch hier unser USA-Fan. Ja, ich habe vor allem, wenn man mal Naked Stepmom googelt, da findet man ja auch einige einschlägige Berichte aus meinem Lieblingsfilmgenre. Die bleiben doch meistens mit der Hand auch irgendwo drin stecken. Ja, das ist ja, oder mit dem Fuß, wer weiß, da wollen wir jetzt gar nicht hin. Aber es ist halt schwierig, ja. Einerseits, also Utah ist ja schon mal eine Klasse für sich. Ja, das ist ja wie Texas auf Crack, behaupte ich jetzt mal. Und Mormonen gibt es da, glaube ich, auch. Ich weiß jetzt nicht, in welchem Ausmaß. War das nicht auch Utah, wo die CIA da so riesen Datenzentren hat und da Mormonen drin arbeiten lässt? Ich weiß es nicht. Weil die keine Handys haben, oder was? Nö, weil es davon viele gibt und da kann man dann das Internet auswerten. Ich weiß es nicht. Bringe ich euch nächstes Mal mit. Vielleicht finde ich das wieder. Warum werde ich denn jetzt überhaupt hier angeguckt? Ja, weil du unser USA-Experte bist. Weil du hier oben ohne sitzt. Aber ich sag mal so, man kann sich ja schon diverse Probleme vorstellen, die entstehen, wenn sie da oben ohne die Garage dämmt und er macht mit. Also ich weiß nicht, ob man da vorankommt und ob es das Ergebnis dann auch gut wird. Könnte ich mir vorstellen, hätte ich so ein bisschen Schwierigkeiten, die Arbeit ordentlich auszuführen. Vielleicht darf ich da ganz kurz einhaken. Gibt es eigentlich
eine andere Begründung, warum die das überhaupt gemacht hat? Also warum wollte sie jetzt oben ohne, weil es so warm war? Die haben gesagt, oder? Sie wollten ihre Klamotten, die sie anhatten, nicht dreckig machen und hätten die deswegen ausgezogen. So, und ja, es gab dann eben diesen Strafprozess und sie hätte tatsächlich dafür in Knast gehen können. Sie haben sich aber dann sozusagen, ich glaube, also diese Einigung nennt sich, glaube ich, sogar außergerichtlich. Sie haben sich jedenfalls geeinigt. Haben die Klägerin einfach erschossen, das war dann erlaubt. Genau, nee, sie haben sich geeinigt und sie ist dann immerhin, das finde ich dann auch noch krass, sie ist dann immerhin in einem, das ist dann sozusagen ein milderer Fall, sie ist dann immerhin verurteilt worden, vor einem Erwachsenen oben ohne gewesen zu sein. Na, immerhin. Ja, immerhin. Ich weiß nicht. Ich denke, das war ihr Mann. Das ist, da, ja, hier steht es so. Seine Mandantin habe sich in der außergerichtlichen Einigung schuldig bekannt, vor einem Erwachsenen oben ohne gewesen zu sein. Also, das ist doch irgendwie an Lächerlichkeit alles nicht mehr zu überbieten. Nee. Unfassbar, wenn man natürlich weiß, auch in den USA, ich meine, hier in Deutschland ist es ja auch so, irgendwie an Stränden, unsere kleinen Kinder laufen da dann auch bis zu einem bestimmten Alter nackig über den Strand. Sowas ist, glaube ich, in den USA auch total verpönt und mitunter wahrscheinlich auch strafbar. Also andere Länder, andere Sitten, das aber in den USA, ich meine, man weiß ja viel, auch jetzt hier die Abtreibungsdebatte und so, man weiß, dass es in den USA solche schrägen Debatten und Situationen gibt, aber es ist trotzdem irgendwie krass, so ein modernes Land und dann solche Geschichten. Ich habe übrigens, ich habe eben noch scherzhaft gesagt, dass ich dem Ben hier das Malzbier in den Bus kippe. Aber tatsächlich, wie man in dieser halbvollen Flasche hier sieht, die jetzt hier eben gelegen hat, ist mir das tatsächlich wieder erwarten gelungen. Hast du abgeliefert? Ich habe abgeliefert sozusagen und deswegen war ich auch gerade ein bisschen abgelenkt. Das ist der erste Moment, wo ich mich ins Beefhole zurückwünsche. Ja. Vielen Dank. Nein, Quatsch. Also der Flaschenöffner ist noch leidlich trocken. Wir haben jetzt hier ein paar Kaltgetränke, alkoholfrei natürlich, wegen dem Wetter. Und ja, ist mir fast ein kleines bisschen unangenehm, aber ist ja auch nicht meine Schuld. Ich habe die Flasche ja nicht zugemacht. Deswegen. Ja, Malzbier. Haben wir jetzt hier. Sagtest du nicht vorhin war es von zuckerfrei? Das ist hier Sport-Malzbier, weniger süß. Da ist alles Mögliche drin, nur kein, ach doch, nee, Glucose-Fructose-Sirup, das ist ja natürlich kein Zucker, sonst würde es ja Zucker heißen. Ja, ne? Ja, heißt dann, ja dann klebt es nämlich nicht ganz so. Genau, und jetzt habe ich hier so eine Kühltasche mit einer halben Flasche Malzbier drin, die werde ich mal durchs Fenster hier rausreichen. Mach doch die Tür auf. Nee, die Tür ist ja kaputt, hat man mir gesagt. Ach so. Ja. Lass sie doch am langen Griff runter. Ja, werde ich jetzt tun. So. Ich wollte. Oh, Leute, ey, schade. Das ist manchmal schade, dass es ein Podcast ist und kein Videopodcast. Prollo Ferrari hier voll in Action mit. Gut, dass ich das Küchentuch noch dabei habe. Die gute Hausfrau. Ausgelaufenem Malz. Ja, was kann ich euch denn jetzt hier von diesen Getränken noch anbieten? Ist ja schon warm. Ne? Ja, gib mir trotzdem ich das. Gib mir das. Also, ich glaube, ich nehm lieber mein holländisches Bier, was ich aus Kulpen mitgebracht habe. Weil ich diese Zuckersachen nicht mag. Eine Zuckerwatte für den Sommer? Sehr gerne. Ist Himbeer, du Pflaume. Ist doch egal. Ja, guck, weniger Zucker. Auch weniger Zucker als viel Zucker, ne? Aber. Also, ich fasse mal zusammen, was wir hier haben. Wir haben hier viermal Bionade, Himbeer, Pflaume, anderthalbmal Vitamalz. Also vor allen Dingen zweimal geschlossen mit Deckel, aber anderthalb Grüße an die Flaschenbeauftragten. Ja, ich werde mal einen bösen Brief schreiben. Ja, schreib mal einen bösen Brief, dann kriegen wir vielleicht eine Kiste umsonst. Ja, was für Deppen. Und zu dem Bier wollte ich euch wenigstens das sagen, deswegen habe ich es jetzt nicht noch länger im Keller gelassen, weil das eine ganz witzige Brauerei ist in Kulpen, direkt hinter der deutschen Grenze. Die brauen nämlich nur mit lokalen Zutaten. Das fand ich irgendwie ganz, ganz interessant, weil die jetzt überhaupt gar nicht hier einen auf Öko oder so machen. Ich war da auch abends essen, die ganzen Lebensmittel sind alle, ich glaube,
25 Kilometer Umkreis oder sowas ist die Devise, oder vielleicht waren es 35. Und so auch beim Bier, also auch dieses Hopfen, Malz und was wir da alles brauchen für so ein Bier, Wasser, kommt alles aus und um Chulpen. Also, sehr gut. Werde ich jetzt hier mal mir selbst kredenzen. Das ist geil hier mit den Ledersitzen, wenn man so verschwitzt ist und dann so ein bisschen runterrutscht. Hm, ja. Schöne Geräusche. Bei mir klappt das nicht, ich habe ja die Hose noch an. Aber das T-Shirt nicht. So, jetzt haben wir alle, glaube ich, schon richtig schöne Geschichten erzählt und ein Bierchen. Ja, ich habe hier schon einfach jetzt bin ich gespannt, jetzt bin ich gespannt auf Prolos Geschichte. Komm. Ja, ich habe auch einen Sexartikel für euch. Heute sind wir also richtig seriös. Wir hatten jetzt irgendwie Busenexperiment. Vagina. Vagina und oben ohne in der Garage. Ja, also ich muss euch allerdings ein klein wenig einschränkend enttäuschen. Es geht um nicht nur um Sex im Tierreich, sondern zu allem Überfluss auch noch um Spinnen. Und ihr wisst ja alle, die schwarze Witwe unter anderem, weiterhin noch weitere Spinnen wie die Kreuzspinnen zum Beispiel, die sind ja gewissermaßen SexkannibalInnen, also innen vor allem. Derweil das Weibchen klassischerweise das Männchen ja auffrisst nach dem Sexakt. Du guckst so ungläubig. Das war dir nicht bekannt? Nein. Okay. Dann erkläre ich euch das. Er hat gerade ein bisschen Angst vor der Wiedergeburt. Genau, also, ich habe gerade über seine Karma-Punkte nach. Glücklicherweise habe ich noch beim Fokus was gefunden, nämlich im Bereich Praxistipps. Die Frage, warum fressen manche Spinnen ihre Sexualpartner? Ich weiß nicht, welche Leute das unter Praxistipps einordnen. Ist aber passiert. Und generell ist es wohl so, dass ja die männliche Spinne eine sehr verführerische Nahrungsquelle darstellt. Und wenn man statt der Zigarette danach frisst man dann halt den Partner auf und kann sich dann, wie hier steht, dann auch ungestört mit anderen Partnern im Nachgang beschäftigen. Aber so eine Spinne mit Zigarette sähe auch scheiße aus. Sähe scheiße aus, raucht auch zu viel. Witzigerweise, was echt unangenehm ist, so als Spinnenmann, je nachdem wirst du auch schon vor dem Liebesspiel aufgefressen, weil das Weibchen vielleicht einfach Hunger hat oder auch gerade keine Lust. So, und nach dieser kleinen Einleitung, die euch, da geht die Kinnlade ganz tief in den Keller. Habe ich jetzt aber die Männer rüsten auf, zumindest bei der Spezies Philoponella prominens, die in Zentralchina beheimatet ist. Da ist es nämlich so, wie Forscher herausgefunden haben, da schießen die Männchen mit einer kräftigen Vorwärtsbewegung und gleichzeitigen Pirouetten danach weg. Die machen einen ordentlich schnellen Abgang und springen hier bis zu 88 Zentimeter weit, was für so eine kleine Spinne ja gar nicht schlecht ist. Sprich, bevor die gefressen werden, das würden die nämlich, wenn sie nicht abhauen würden, haut die Spinne ab. Und weißt du, was wirklich gerade geil ist? Während du das erzählst, wird der Beefy original von so einer kleinen grünen Spinne angesprungen. Und zwar mehrfach. Was heißt das jetzt, Beefy? Hat die auch gerammelt? Oder? Nee, es war auch, glaube ich, kein Weibchen. Ich weiß es nicht und genau. Und wieso grün? Spinne, grün? Das passt doch nicht. Die war grün. Die war so leicht grünlich. Ich war hier noch grün hinter den Ohren. Naja. Oh. Vielleicht war das ein Grashüpfer. Das war kein Grashüpfer. Genau. Aber lasst euch doch hier noch bilden. Ja. Ja. Es ist nämlich tatsächlich so, also die Forscher haben dann 155 Paarungsvorgänge im Labor beobachtet und in 152 Fällen ist es den Herren gelungen, noch rechtzeitig abzuhauen. Die drei anderen hatten Pech, leider zu spät. Und dann haben sie die Männchen noch am experimentell am Abhauen gehindert und davon sind alle gefressen worden. Also was für Schweine. Mit anderen Worten, die hauen schon nicht ohne Grund ab. Was allerdings die Begründung des Ganzen anbelangt, wir hatten ja vorhin mögliche Nahrungsquelle als Grund, da ist man sich noch ein wenig unsicher. Das scheint wohl möglicherweise auch eine Art der genetischen Selektion zu sein. Es ist nämlich so, und jetzt, es wird nicht besser, das Weibchen hat nämlich eine sogenannte Spermathek. Spermatheca wird hier, ist wahrscheinlich ein lateinischer Begriff, und es ist genau das, für was es sich der Beef jetzt gerade vorstellt. Die kassieren nämlich das Sperma des Männchens erstmal ein und überlegen sich dann hinterher, ob sie damit ihre Eier befruchten. Und es ist tatsächlich so, wenn der Typ nicht abhaut, dann ist er sozusagen raus. Also so eine Art der Selektion. Und also wenn er es nicht schafft abzuhauen, dann wird das verworfen. Den gar nicht. Genau, die können das wohl irgendwie verklappen. Verklappen. Das erinnert mich. Schon zweite Vieh. Also
Also, da ist gerade eine Spinne am Verklappen auf dem Beef. Beef Rogers sitzt hier an der offenen Tür und jedes Insekt, was irgendwie seinen Arm berührt, führt hier dazu, dass wilde Schlagbewegungen entstehen. Gott sei Dank sind Insekten keine Kühe. Ja. Aber einen habe ich noch, wie dieser Typ aus dem Zug zu sagen pflegt, den wir alle kennen. Die Männchen, die haben danach nicht etwa genug, sondern es ist durchaus gängig, dass die mehrfach mit demselben selben Weibchen dann zurückkommen. Und du bist gerade dem Fraß entgangen und dann rennst du wieder zur selben Alten zurück. Ja, und kann das auch vorkommen, dass sie den dann ohne mit ihm rumzuspinnen dann einfach frisst? Das geht jetzt aus dem Artikel nicht hervor, scheint aber tatsächlich nicht der Fall zu sein. Also die warten schon, bis der Typ fertig ist, dann haben sie ja ihre Eiablage da, die Spermathek. Buffet. Ist übrigens auch ein super Name für mein neues Etablissement. Ja, aber das ist doch so ähnlich wie die eine Frau da, die sich das im Tiefkühlschrank aufbewahrt hat. Ja, also vieles, was der Mensch macht, kommt ja auch, lässt sich auch im Tierreich ebenfalls beobachten. Also, aber ich finde auch, es hat doch seine innere Logik. Also, die meisten hatten ja, wenn sie nicht gehindert wurden, experimentell, es geschafft, wegzukommen. Und das ist ja eigentlich genetisch oder evolutionstheoretisch sehr gut zu erklären. Denn wahrscheinlich war es so, dass am Anfang irgendwie eher die meisten gefressen wurden. Dann waren aber immer ein paar dabei, die waren besonders schnell, sind immer weggekommen. Die konnten sich natürlich besser fortpflanzen, zumal ja auch, wir gerade gelernt haben von dir, dass dann das Sperma auch verwendet wurde. Und so setzt sich mehr und mehr durch, dass die Typen, das waren ja hier dann irgendwie über 90%, dann auch in der Lage sind, tatsächlich davon zu kommen. Ja, das ist, also man denkt sich, vielleicht sind das auch einfach Assi-Spinnen. Das ist aber gar nicht so. Generell leben die tatsächlich so in größeren Populationen, ich glaube von einigen hundert, in so einem Gemeinschafts Netz, was sie sich da spinnen. Bei dir zu Hause? Also, nee, die generell. Also bei mir, ich wohne ja nicht in Mittelchina, zum Glück. Also nach der Geschichte bin ich auch ganz froh. Aber die sind nicht per se Assi. Es gibt ja auch so Einzelgängertiere, ja, die wohnen da gemütlich. Nur wenn der Alte wieder ankommt, dann verstehen die halt keinen Spaß. Galt das jetzt nur für eine spezielle getestete Spinnenart oder auch für die bekannten Kandidaten? Die schwarze Witwe, die beißt zu. Also das ist ja tatsächlich auch Spezialität dieser Spinnenart. Also da gibt es kein Wegspringen und so. Also die frisst einfach, weil also das habe ich nie verstanden. Dieser Wegspringvorgang, der ist auch gar nicht ohne. Also die springen, wie gesagt, 88 Zentimeter weit und die sind ziemlich winzig. Und die rotieren dabei noch hier bis zu 469 Mal pro Sekunde, damit die halt wirklich nicht geschnappt werden. Also wegspringen, rotieren, dann extra noch die Vorderbeine. Bisschen makaber hier übrigens. Die fiesen Forscher haben denen auch mal einfach die Vorderbeine weggemacht. Und dann ganz unangenehm. Welche Uni ist das, die das gemacht hat? Uni. Typ im Keller, Hobbykeller. Chinesische Forschung oder was weiß ich? Das sind Chinesen, genau. Die haben das, mal kurz gucken, der Oberforscher heißt Zhang. Ich habe das allerdings von CNN, also das können natürlich auch Das hat ja alles Leute seine innere Logik. Ich meine, die haben im Laufe der wahrscheinlich Jahrtausende das perfektioniert und je besser du diesen Springvorgang hinbekommst mit 7000 Umdrehungen pro Sekunde, desto eher überlebst du, desto besser kannst du diese gute Eigenschaft sozusagen dominierend fortpflanzen. Genau. Also fürs Protokoll, Hubei-Universität in China und der Autor der Studie heißt Xichang Zhang. Ja, und der wollte schon immer irgendwie mal Tiere quälen und also ohne Scheiß, ne? Leute, die schon als Kindern gern Tiere quälen, sind ja nicht selten dann später irgendwelche Psychopathen, ne? Oder Lagerleitungen in China bei den Lagern von Uiguren oder sowas. Also ich glaube, da hast du auch ganz gute Berufschancen. Ja, ja. Das habe ich nie verstanden. So die Schulkameraden, die dann irgendwie immer die Spinnen da oder andere Insekten quälen. Ja, ich finde das auch schräg. Ich finde es schräg und nicht schön. Und ich finde es tatsächlich immer wieder erstaunlich, dass wahrscheinlich wird nicht jeder, der das macht, ein Psychopath, aber jeder Psychopath hat tatsächlich so eine ähnliche Vergangenheit. Also das ist ich bin da jetzt nicht vom Fach, ne? Also nicht jeder Psychopath, aber man hört es einfach immer öfter. Ja, ich bin Hobby-Psychopath. Hobby-Psychopath, auch schön.
Ja, wen hast du denn gequält früher? Ach, wenn Fliegen. Ich glaube, ich habe mal eine Fliege irgendwie in so einer Nähnadeldose eingesperrt. Da bin ich jetzt nicht sonderlich stolz drauf, aber eigentlich bin ich meistens froh, wenn die Viecher, ich habe es nicht so mit Insekten, wenn ich die loswerde. Ja. Ich fand's unangenehm. Einmal als Kind haben wir am Bauernhof Urlaub gemacht und der Sohn, der da lebte, der dann in so einem Marmeladenglas, hat er dann alle möglichen Insekten zusammen eingesperrt und dann so versucht, so ein Battle auszulösen, dass da irgendwie Spinnen, Kellerasseln und weiß der Teufel, was da alles drin war, sich nach Möglichkeit dann da bekriegen. Also ich fand's irgendwie eklig, er fand's geil. So, ich stelle jetzt mal die Gretchenfrage. Wisst ihr denn, was die Gretchenfrage ist? Mal ein bisschen hier, mal ein bisschen. Da aus dem. Ja, kommt das nicht vom Hühnchenknochen? Nee. Gretchen? Gretchen, also nicht Grete, sondern Gretchen. Ja, ja, ich weiß schon, was die Gretchenfrage ist. Ich frage mich nur gerade, wo es nee, der andere. Also Gebrüder Grimm ist schon mal. Also ist doch aus irgendeinem Märchen. Gebrüder nee. Goethe. War's. Ja, Goethe, ist ein bisschen Bildungsbürgertum, ja, genau. Also aus Faust, ne? Und die Gretchenfrage ist quasi... Wie peinlich, das habe ich sogar in der Schule lesen müssen. Genau, das ist... Und was hat es gebracht? Nicht. Genau. Und die Gretchenfrage ist tatsächlich ganz offiziell, also mein umgangssprachlich wisst ihr alle, was es bedeutet, aber es kommt aus dem Faust und die Gretchenfrage ist, als Gretchen quasi fragt, und wie hast du es mit der Religion? Das ist quasi so der Ansatz. Also das ist so die ursprüngliche Gretchenfrage. Also Gretchen stellt diese Frage und genau, und... ja, und deswegen wollte ich jetzt mal ein bisschen auf eine ganz andere Geschichte. Es gibt in Tschechien, gibt es alle 10 Jahre im Rahmen einer Volkszählung, wird auch erfasst, wie viele Menschen in Tschechien sich zur Religion, also in irgendeiner Religionsgemeinschaft sind und auch dann in welcher. Und immerhin hat es da die Religion der Jedi-Ritter auf den 5. Platz geschafft. fand ich ganz spannend. Die Religion der Jedi-Ritter? Ich wusste ja gar nicht, dass das eine Religion ist. Also, hast du die Filme nicht geguckt? Also bitte. Also, ja, aber auf dem echten Planeten Erde, dass es da eine Religion ist, das war mir nicht klar. Ja, es gibt also ist tatsächlich so, dass das war wohl mal in Anführungsstrichen so ein bisschen ein Scherz, der sich aber verselbstständigt hat, wie es oft so ist. Und also insgesamt ist wohl die Bekennung zur Teilnahme an einer Glaubensgemeinschaft in Tschechien sehr niedrig. Nur 13% aller Tschechen sind überhaupt in einer Glaubensgemeinschaft, beziehungsweise haben es da angegeben. Sehr sympathisch. Und da ist dann der größte Teil ist dann tatsächlich katholisch und dann gibt es noch andere, ist jetzt egal, orthodox und so weiter und so fort, aber die Jedi-Ritter kommen auch auf ungefähr 21.000 Anhänger in Tschechien und wie gesagt, das war ursprünglich mal so ein bisschen so eine Idee, um dagegen so ein bisschen auch gegen dieses gegen die anderen Glaubensgemeinschaften anzugehen und jetzt hat sich das so verselbstständigt, dass das im Prinzip doch einige schon sind, die sich selbst als der Religion der Jedi-Ritter zugehörig fühlen. Und was ist der Inhalt dieser Religion? Dass ich irgendwie schweben kann, wenn ich mich darauf konzentriere? Ja, das wäre natürlich ein schöner Ansatz. Nein, also es die Macht ist mit dir. Genau, die Macht ist mit dir. Ich glaube, es geht im Wesentlichen darum, eher zu, wie soll ich sagen, eher dem großen Misstrauen gegenüber den anderen Religionen da Ausdruck zu bringen. Also das ist, glaube ich, die ursprüngliche Idee dahinter. Das, also glaube ich, in Tschechien ist es wohl so, das wird ja auch in dem Bericht nochmal erwähnt, dass also insgesamt eher ein großes Misstrauen gegen Institutionen im Allgemeinen besteht. Und viele sehen Glauben als etwas Persönliches und sagen halt Staat oder wer auch immer, das geht nicht alles einen feuchten Kehricht an. Ob und wenn ja, was ich glaube. Und deswegen sind, wie gesagt, ganz viele beziehen sich da überhaupt nicht drauf. Viele haben auch diese Angabe verweigert. Und wie gesagt, aber ein paar, in Anführungsstrichen, Witzbolde, und das sind ja immerhin 21.000, haben dann gesagt, ja, sie wären aber Jedi-Ritter. Und war das Multiple Choice oder... Also war das da schon, stand das da schon oder musste nee, man selber irgendwas eintragen? Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, ob es jetzt vorgegeben war, das wird jetzt hier nicht erläutert, aber es ist auf jeden Fall die am stärksten wachsende Gruppe. Also die haben tatsächlich auch einen Zulauf zwischen der vorherigen Befragung, die 10 Jahre vor 10 Jahren durchgeführt wurde, also in 2011 und die ist jetzt in 2021 durchgeführt worden und jetzt liegen die Ergebnisse vor, ist die am stärksten wachsende Gruppe. Ja, aber hat das überhaupt irgendeine Konsequenz oder ist das nur eine Zahl auf dem Papier? Also sind das nur Leute, die sagen, ich mache da aus Protest mein Kreuzchen bei den Jedi-Rittern oder
hat das, lebt, gibt es auch irgendwie sowas wie ein gemeinsames Leben dieser Religionsgemeinschaft? Haben die, nee, das wird hier nicht erläutert. Also sind die im Geiste vernetzt? Die leben halt gemeinsam vernetzt auf dem Planeten Tatooine, genau, und in so, genau, Wüstenlöchern. Genau, und schaufeln Sand. Ja, nee, verkaufen aber, Schrott, also genau, vorbeifahrende Händler. Genau. Ja, aber dann ist es ja eigentlich keine Religionsgemeinschaft, das ist ja eigentlich tatsächlich nur Ausdruck von Protest. Naja, es zählt halt als Religionsgemeinschaft, weil sie sich da halt entsprechend dem zugehörig fühlen. Das ist, in Tschechien ist das ein bisschen anders organisiert als hier bei uns in Deutschland. Aber letzten Endes ist es also als Religion. Und das meine, das ist ein Artikel vom Domradio, also die würden es ja nun nicht beschreiben, wenn vom da. Vom Domradio? Ja. Was du alles liest. Ja, ich habe es woanders noch gelesen, habe dann mal ein bisschen recherchiert, sagen wir es mal so. Und wie gesagt, also das ist insofern schon, dass sie sich im Prinzip da dem zugehörig fühlen. Das, wie die jetzt ihren Glauben leben, also ob die dann jetzt da gemeinsame Meetings haben in irgendeiner, ja, oder Form. Rituale oder Feiertage oder. Keine Ahnung, oder. Alles das, was eben eine Religionsgemeinschaft ausmacht. Beschneidung mit dem Laserschwert, wer weiß, ja, aber das ist irgendwie. Also an alle Exil-TschechInnen, die hier zuhören, schickt uns doch gerne mal ein paar Infos rüber und gerne auch ein Bier. Genau. Ja, genau. So, du hast so schön eingeleitet mit so einer, Klugscheißer-Frage, der Gretchenfrage, wo kommt's her? Ich habe mich auch blamiert, obwohl das, ich Deutsch LK hatte. Aber ich dafür bin ich dir dankbar, denn ganz ehrlich, das habe ich noch nie gehört, die Erklärung. Insofern danke. Ja, dann warst du nicht im Deutsch LK. Nee, war ich auch nicht. Wir mussten sowohl den Faust als auch den Dr. Faustus von Thomas Mann lesen. War beides irgendwie damals extrem langweilig. Bin ehrlich gesagt, ich habe es jetzt auch, ich musste beide lesen. Es gibt ja auch noch Faust 2, wo ich sagen muss, Faust 2 ist gefühlt völlig unlesbar. Also ich weiß nicht, ja, ob ihr es irgendwie auch mal, das ist aber aus Faust 1 auch, ne? Also ich gucke jetzt mal, wie den Prolo gelesen hat, und dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch. Ja, das ist wohl wahr. Ja, und in meiner Erinnerung an Dr. Faustus von Thomas Mann war, dass da ein Instrument namens Viola C oder sowas gibt, was über 70 Seiten platt gewalzt wird. Also das hat mich da echt gequält. Und jetzt an euch super Sprachakrobaten die Frage, wo kommt denn dann der Spruch her, wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein? Ja. Das ist echt so das Buch der Bücher. Mehr muss ich, glaube ich, nicht sagen. Ja, das hier von dem Medienritter. Nee, ist das dann aus den Gebrüdern Grimm, die du eben schon ins Spiel gebracht hast? Nee, ich meinte die Bibel. Ja. Das ist aus der Bibel. Ich kann auch das Original vorlesen. Da steht, aber wer eine Grube macht, der wird selbst hineinfallen. Und wer einen Zaun zerreißt, den wird eine Schlange stechen. Das ist irgendwie Psalm, whatever. Eine Schlange stechen? Eine Schlange stechen. Steht hier. Das ist halt schon früher Stachen, die Schlangen. Schlangen? Oder eine Schlange Tschechen? Nee. Oh. Egal. Auf jeden Fall, der Artikel, den ich euch ganz kurz vorstellen wollte, der fängt nämlich mit diesem Spruch an. Wer anderen eine Grube gräbt, und hier ist es tatsächlich sehr bildlich. Sorry, ich war auf die Schlange Tschechen, war ich nicht vorbereitet. Das habe ich kalt erwischt. Das war ja nicht mal gut. Nee, aber das muss auch nicht immer gut sein. Ach ja. Nee, also wer anderen eine Grube gräbt, ist jetzt wahr geworden in South Carolina, mal wieder in den USA. Da hat ein 60-Jähriger, hast du gehört die Geschichte? Nacktem Oberkörper in seinem Vorgarten. Nacktem Oberkörper ist nicht überliefert, aber hat seine Olle umgebracht. Erwürgt, so glaube ich, ne? Erwürgt war das. Und hat dann ein tiefes Loch im Garten gegraben, hat die da reingeschliffen oder reingeschleift, man weiß nicht, wie schwer sie war, was sehr anstrengend war, hat das Loch wieder zugebuddelt und hat dann Herzinfarkt gekriegt und ist draufgefallen. Bumm, tot. Aufs fast zugebuddelte Loch. Herrlich. Aufs fast zugebuddelte Loch. Da hat man ihn irgendwie kurz später da liegen sehen in Edgefield County und hat sich dann natürlich erstmal das nicht erklären können. Und als man dann reinschaute in die Grube und das ganze Obduzierte, da wurde das dann halt eins zum anderen und damit dann auch für die Presse eine Story. Die war wirklich ganz kurz, aber mutmaßlicher Mörder stirbt beim Verscharren einer Leiche an Herzinfarkt. Ja, ist doch ganz praktisch, da spart sich jetzt dieser County jetzt den Prozess. Das ist ja auch eigentlich.
Und South Carolina klingt, als ob es da noch die Todesstrafe gäbe. Also insofern... South Carolina weiß ich nicht. Ein Bekannter von mir lebt da. Schöne Grüße, Logan, hallo. Müsste ich ihn mal fragen. Was ist denn hier los? Wir hätten uns nicht neben die Mülltonnen stellen sollen. Da wird gerade Müll entsorgt. Ja. Aber ja, scheint er leise vor sich zu gehen. Aber da ist jetzt kein Plastikbeutel langer, der hierher geschliffen wird. Also ich glaube kein Korpus... irgendwie, der entsorgt wird. Ja, vor allem ist das kein Papier, sondern hier Holz. Hinten ist Restmüll. Hier vorne ist Papier, hinten ist Restmüll. Habe ich schon ein bisschen erkundschaftet. Wusstet ihr, wo wir bei Klugscheißer-Themen sind, dass mit dem, ihr kennt doch den Spruch aus der Bibel mit dem Kamel durch ein Nadelöhr, ja? Ihr geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, ihr erinnert euch, ja? Und das ist natürlich Quatsch, ne? Was soll das Kamel, ja? Und zufällig habe ich irgendwann mal gelesen, dass der blöde Luther, der sich da vertan hat bei der Übersetzung, weil es gibt da wohl so ein Wort, ich weiß nicht, wie das hieß, Kamal oder so, was irgendwie sehr ähnlich ist zum Kamel, nämlich Schiffstau. Und eher geht ein Schiffstau durch ein Nadelöhr. Macht natürlich bedeutend mehr Sinn als so ein Kamel, ja, weil aber, ja. Ich meine, die Kirche ist jetzt auch nicht als besonders dynamisch bekannt und hatte auch nicht den historischen Hintergrund. Deswegen ist es natürlich, kann man nicht einfach ändern, ja. So ist es nun mal. So steht es halt geschrieben und so gilt es halt auch. Ja, muss das Kamel halt durch. Ja, aber interessant. Das heißt eigentlich Tau. Ja, nicht schlecht. Ja. Was sich mir jetzt die Frage stellt, das ist ja hier A, kein öffentlicher Parkplatz und B, ist auch keine öffentliche Mülltonne. Nö, die entsorgt hier wahrscheinlich ihren privaten Müll. Es sei denn, sie ist gerade hier vom Hausmeisterservice der Schule, die hier nebenan. Dem Auto nach verdient der Hausmeister dann aber ganz gut. Ja, aber ist hinten schon ein bisschen angedötscht, also vielleicht gebraucht. Ich glaube, ist nur geleased. Ja. Aber okay, dann gehen wir jetzt nochmal zu ganz irdischen Themen über, würde ich sagen, nachdem wir jetzt hier echt auch einiges über Religion und Kirche und Überirdisches gehört haben. Könnt ihr euch vorstellen, was das Problem sein könnte, wenn ein Schiedsrichter einen Bart hat, einen Vollbart, also einen Bart. Kommen Haare in die Pfeife. Irgendwie eine schlechte Verbindung mit dem Headset, dass das alles ein bisschen durcheinander geht. Nein. Der sieht nichts, wenn der so schnell läuft, dann kommt ein Windstoß von unten und wehst der Bart vor die Augen. Nein, schön, ihr seid leider daneben. Das sind zwar echt total gute Ideen. Stolpern, wenn der Bart sehr lang ist. Aber nein, es ist ein anderes Problem. Was für ein Bart hat er? Beschreibt doch erstmal den Bart. So Zizi Top-mäßig oder eher so wie der Prollo immer so fein rasiert? Glatt oder gelockt? Also hier seht ihr den. Das ist doch kein Vollbart, das ist doch hier so ein... Natürlich ist das ein Vollbart. Das ist so ein bisschen Rosenkohl im Gesicht. Nee. Aber hallo. Drei-Tage-Bart. Ja, das ist ja kein Drei-Tage-Bart. Ich dachte jetzt ja an so ein Almöhi. Das sind so ein bisschen starke Augenbrauen. Bis zum Bauchnabel. Ja. Wie auch immer, es spielt auch keine Rolle, wie lang der Bart ist, aber ihr liegt trotzdem falsch mit euren Vermutungen, die echt sehr kreativ sind. Aber nein, es ist ein anderes Problem. Es sieht einfach scheiße aus. Gab es da eine Zuschauerbefragung? Es sieht einfach scheiße aus. Also, folgende Geschichte. Der renommierte Schiedsrichter der BBL, also der Deutschen Basketballliga, Benjamin Barth, der ist... Der heißt auch noch so. Warum steht denn der 1. April? Ja, genau. Ja. Benjamin Barth. Müsste man denken, ne? 1. April, die Geschichte ist so kurios, dass es könnte wirklich 1. April sein, ist aber 3. Mai. Benjamin Barth, ja, also das ist wirklich wie der Dennis Eiketin im Fußball. Das ist ein anerkannter Schiedsrichter, 588 Spiele, seit 20 Jahren pfeift er. Und der pfeift auch Euroleague. Und jetzt pfeift er nicht mehr Euroleague, weil er einen Bart hat. Und weil... das scheiße aussieht. Und zwar ist Folgendes passiert. Er hat plötzlich keine Spiele mehr zugeteilt bekommen, denn der Herr Richard Stokes, das ist der Schiedsrichterchef der Euroleague, also das ist quasi der Europapokal der Basketballer, hat mitgeteilt, dass Headcoaches und Sportdirektoren Bärte nicht mögen und sich darüber beschweren würden. Und da der Schiedsrichter sich dann nach mehrmaliger Aufforderung, sich zu rasieren, dass dem nicht nachgekommen ist, ja, er hat gesagt, was machst du für einen Unterschied, ob ich mich rasiere oder nicht, hat er halt nicht gemacht, hat er halt keine Spiele mehr zugeteilt bekommen und hat dann der Schiedsrichter noch eine schlaue Geschichte gemacht, hat sich einen Journalisten genommen, hat im Auto mit dem Typen nochmal telefoniert von der Euroleague, sodass er einen Zeugen dabei hatte, Freisprechanlage laut,
Und bei dem Gespräch erklärte dieser Stokes dann nochmal, Sportdirektoren mögen Bärte nicht. Und dann soll er ihm auch noch indirekt gedroht haben, ich würde es hassen, wenn du die Euroleague deshalb verlassen müsstest. Also wegen deines Bartes, ja? Müsst ihr euch mal reinziehen. Ja, und so ist es dann gekommen, dass er eben keine Spiele mehr bekommen hat. Daraufhin ist er an die Öffentlichkeit gegangen, der Herr Barth mit seinem Bartproblem. Und dann sind letztlich noch höhere Verantwortliche zugegangen auf den Schiedsrichter, haben gesagt, sorry, das kann überhaupt nicht sein, ne, was der Stokes da macht. Und haben ihm sogar bestätigt, dass sie seinen Bart als gut gepflegt empfinden. Absurdes Getue. Und dass ab sofort kein Schiedsrichter mehr voll rasiert zu einem Spiel kommen müsse. So. Völlig bekloppt. Und dieser Stokes, ist der denn wesentlich ordentlich rasiert worden danach oder was? Oder? Das ist eine gute Frage. Weiß ich nicht, ob der Stokes jetzt noch irgendwie in Amt und Würden ist. Aber ist das nicht eine völlig bescheuerte Geschichte? Also er hat da nicht mal alle Latten am Zaun, oder? Ja. Also eine Art von Bartrassismus. Ja, ja, das hat, klar, hat er natürlich auch als diskriminierend empfunden hier, der Herr Barth, dass sein Bart stört. Also oder ab muss oder er sonst keine Spiele kriegt. Also ja. Abgefahren. Deswegen bin ich auch so fußballavers, weil ich natürlich auch so keine Chance hätte in dem Metier. Ja, wobei das war als Spieler Basketball. Schon. Fußball, Basketball, ist doch egal. Das mit dem runden Ding, was so titscht. War das Basketball? Ich habe nicht zugehört. Ja, also es gibt ja nur bei dem Bart gibt es ja nur auch gar keinen sachlichen Grund. Wir haben uns ja alle diesen Rauschebart zwei Meter lang vorgestellt, genau. Wo der Herr Bart ständig an der Seitenlinie auf die Schnauze fällt, weil er drauf tritt. Ja, Wolle wie ein Schaf, ja. Irgendwie so Wischmob-Style, aber der ist ein ganz gepflegter Kurzhaarbart. Ich weiß nicht, wie man das so richtig sagt, aber da ist ja jetzt nichts. Nichts ja, Schlimmes. Ja, also. Ja, lächerlich, klar, wenn das so, es gibt ja so Typen, ne, die irgendwie so Rekordbartwachstum machen und dann zwirbeln die sich die und dreimal um den Hals und irgendwie noch sonst wo und wenn du da natürlich dann irgendwie drauf trittst oder am Tor hängen bleibst, ist vielleicht schlecht, kann man sich vorstellen, aber hallo, sonst, ey, ist auch scheißegal, wie rasiert der Schiedsrichter zum Spiel erscheint. Ja. Egal auch, wo er sich rasiert hat, völlig wurscht. Ja, ja, auch das. Ja. Ich habe übrigens auch noch was Merkwürdiges. Diesmal aus Dublin, vom dortigen Flughafen. Die haben nämlich vor etwa 2 Jahren, vorletztes Jahr, haben die ein Meldesystem eingeführt, wo man online Lärmbelästigung melden kann um den Flughafen herum. Das wird auch genutzt von den Leuten, die da so Richtung Einflugschneise wohnen. Und auf der Basis sollen wohl so ein bisschen die Flugrouten optimiert werden. Ist auch alles schön und gut. Und ich habe aber an euch die Frage, welche Besonderheit denn ungefähr 90% der gemeldeten Beschwerden haben? Lärm. Man kann es nicht verstehen, ja, weil wenn es Telefonübertragung ist, das ist gerade im Hintergrund. Ist es online? Kannst du eintippen? Achso, ist online. Uhrzeit und so weiter. Prollo, du hast eben bei mir nicht zugehört. Jetzt habe ich bei dir nicht zugehört. Was für ein Beschwerdeportal ist das? Dublin, Flughafen. Gegen Lärmbelästigung. Kann man sich da beschweren? Ja, Lärm, ne? Lärm. Genau, Lärm. Also 90% der Beschwerden. Also nicht Fluglärm oder was dann auch? Ja, doch, klar, Fluglärm. Was denn sonst? Traktoren oder was? Wie viel Fluglärm? Fluglärm ist doch Fluglärm. Ja, aber du kannst dich halt darüber beschweren. Ja, was willst du denn jetzt eigentlich wissen? Ich wollte wissen, was 90% der Online-Beschwerden gemeinsam haben. Fluglärm. Nein. Beleidigungen. 90% der über 12.000 Beschwerden im letzten Jahr hat nämlich derselbe Typ eingereicht. Derselbe Typ, da ist irgendwer, das ist halt anonym, deswegen weiß man nach wie vor nicht, wer das ist, aber tatsächlich hat der etwa 90% im letzten Jahr, der hat vorletztes Jahr angefangen, da war es noch ein bisschen weniger und reicht im Schnitt hier 34 Lärmbeschwerden pro Tag rein und das war nachhaltig, weil dieses Jahr ist er auch schon wieder sogar noch im Spitzenplatz. Was für ein Idiot, weißt du, wenn er sich schon die Mühe macht, sollte er mal über so einen VPN-Channel nachdenken, dann wäre das vielleicht nicht zurückverfolgbar. Ja, das ist ja nicht schlimm. Vielleicht fühlt er sich ja belästigt. Ja, offensichtlich aber sehr. Du hast ja schon den Sinn dieses Systems angezweifelt. Wenn die dann schon 90% sozusagen, das ist eh nur einer, dann hat das ja gleich gar nicht mehr so viel Gewicht. Dann kann das auch sein lassen. Tja. Na jedenfalls, es beschweren sich ja offensichtlich noch andere Leute. Aber jetzt habe ich mal eine Frage, ganz kurz. Das habe ich jetzt noch nicht verstanden. Ja. Worüber der sich denn eigentlich beschwert? Ja, das geht jetzt aus dem Artikel nicht hervor.
Es kann möglicherweise mit Fluglärm zu tun haben. Ah, also. Es kann aber auch sein, dass es einfach nur, dass das einfach nur so ein Querulant ist. Ja. Interessant wäre jetzt tatsächlich noch, wie die einzelnen Beschwerden, wenn jemand sich so oft beschwert, wie die dann aussehen. Sind die immer identisch? Ist er wenigstens kreativ, sodass es Unterschiede gibt in den Formulierungen? Beleidigt er die Leute? Aber sowas steht da nicht drin, ja? Nee, leider nicht. Also es gibt, ich habe das zumindest so verstanden, offenbar kannst du da auch keinen Freitext eintragen, um Leute zu beleidigen. Du kannst mutmaßlich hier Zeit, Ort und so weiter melden. Deswegen wissen sie auch, dass es halt derselbe ist, weil er sich vom selben Ort meldet. Aber der Name muss nicht angegeben werden. Erinnert mich so ein bisschen an die Geschichte. Heute Morgen habe ich mit meinem Sohn Sendung mit der Maus geguckt und da war ein Künstler, den sie vorgestellt haben, und das war völlig irre. Dessen Kunst besteht darin, dass er ein 1000 Meter langen Baumwollfaden nimmt und versucht, so viele Knoten wie möglich da reinzumachen. Für die erste Reihe Knoten, also 1 Kilometer, die sind dann aufs Tempelhofer Feld gegangen, haben halt diesen 1 Kilometer Faden da gehalten und gezeigt, wie lang das eigentlich ist, hat er sich in seine Küche gesetzt und macht immer in 4 Stunden am Tag mit Pausen zwischen jeder Stunde kleine Knoten ganz nah beieinander. Da braucht er für diese erste Rutsche braucht er irgendwie fast ein Jahr. Dann ja, hast du eigentlich Haare in der Nase. Und dann macht er halt aus dem geknoteten Stück, was nicht mehr 1 Kilometer lang ist, macht er wieder ganz kleine Knoten. Und ich glaube, es sind insgesamt 7 runden Knoten und dann ist das so ein Knäuel, sieht aus wie ein Blumenkohl. Und dann hat er das Kunstwerk. 15 Monate braucht er dafür und macht den ganzen Tag nur Knoten da rein. Ja, muss man sich Sorgen um den Mann machen? Eigentlich nicht, weil dann haben sie hier in Bonn, gibt es wohl irgendwie so ein Bundesamt für zeitgenössische Kunst oder so, direkt der Grau-Rheindorfer Straße. Und die haben dem ein Werk, das war das in der Maus, war das, glaube ich, das Teilwerk 9. Der hat also schon 8 andere dieser Arten gemacht und hat eins tatsächlich auch an dieses Amt verkauft, die solche zeitgenössische Kunst sammeln. Leider hieß es nicht, für wie viel. Und die verleihen das dann für Ausstellungen. Und das haben die so richtig in der Asservatenkammer mit Handschuhen aus so einem speziell gepolsterten Behältnis rausgeholt und dann gezeigt, so wieder so ein Blumenkohl-Teilstück Nummer 3. Aber diese Arbeit, ich meine, das war extrem, der hat keinen Fernseher, kein Radio an, nichts. Das ist so eine Art Meditation. Und daneben saß der Kaspar und hat immer nur geguckt und hat sich dann auch laut dann quasi im Off gefragt, also ich frage mich immer noch, warum man das eigentlich macht. Ja? Aber es ist halt Kunst, weil du ich eben frage. Mit der Kunst, also es fällt mir nur gerade so ein. Wie viele Stunden am Tag hat er das denn gemacht? 4. 4 Stunden. Also er macht immer 1 Stunde, schreibt das auch alles auf, von wann bis wann er das jeden Tag macht. Aber er sagt im Schnitt 4 Stunden, immer nach jeder Stunde, dann sitzt er auf so einem Stuhl in seiner Küche irgendwo in Berlin-Mitte, macht das. Und nach 1 Stunde liest er dann ein bisschen die Zeitung oder guckt ein bisschen aus dem Fenster oder so. Das war so komplett relaxed. Ja, und immer wenn ein Flugzeug vorbeifliegt, beschwert er sich. Und irgendwie einen Job hat er so. Nee, der ist Künstler. Der ist Künstler. Also offensichtlich kann er davon leben. Oder Sozialhilfe, das wurde nicht so klar. Ich wollte gerade sagen, ich meine, wieso kannst du davon leben, wenn du über ein Jahr an so einem Kilometer wenn du eins im Jahr für 100.000 Euro verkaufst, kommst du hin. Mal als Beispiel. Ja, glaubst du, dass du das für 100.000 Euro verkaufst? Was ich glaube, ist völlig unrelevant. Aber es gibt ja auch Künstler, Sozialhilfe und was. Also die Wohnung sah jetzt nicht so aus, als ob er da Tausende von Euros für braucht, sagen wir es mal so. Und der war einfach so mit sich komplett im Reinen. Also das war jetzt nicht unsympathisch oder irgendwas, aber man fragt sich wirklich, 15 Monate da sitzen und einfach nur Knoten in ein Stück Baumwollfaden zu machen, bis du halt so ein blumenkohlartiges Gebilde in der Hand hast. Völlig irre. Ja. Ja, so komme ich auch, vielleicht sitzt der da den ganzen Tag vor dem Computer und sagt so, ach, schon wieder 3:15, mal eine Beschwerde absetzen und dann zack, geht er da wieder an das Ding. Der ist im Übrigen auch Beschwerde. Für 90% aller Verknotungen im gesamten Bundesgebiet verantwortlich. Ja. Nee, warum nicht? Also bevor er irgendwelchen Unfug anstellt. Ja. Prost. Also ich, bevor wir hier gleich noch Alarm starten und wieder militant werden und der Sommer wahrscheinlich irgendwelche brutalen Stories rausgräbt, wollte ich doch einen Artikel hier endlich mal reinbringen, den ich schon länger dabei habe. Der ist zumindest, gar nicht, 4. Mai geht noch, aber er ist mir schon ein paar Mal jetzt untergekommen und heute habe ich ihn mal mitgebracht, weil ich das irgendwie geil fand, ich das überhaupt nicht wusste. Was ist denn für euch so das Friedenssymbol? Ist ja ein aktuelles Thema, was vielleicht jetzt wieder viel hochgehalten wird. Naja gut, die Friedenstaube.
Ja, und wenn man nicht an die Friedenstaube denkt. Du hattest das da eben bei deinem Schiedsrichter, der hatte das da auf seinem Trikot. Dieses oder Peace-Symbol. Genau, das Peace-Zeichen. Und wisst ihr zufällig, wer das überhaupt erfunden hat und Mercedes wo das herkommt? Hätte sein können, stimmt, ja. Ähnlichkeit ist da. Ich wusste das nämlich auch nicht. Nee. Du, sag mal, du bist aber ein Friedensbewegter. Irgendwie der Platzwart von irgendeinem Fußball, der war so besoffen, hat nachts dann den Kreis da irgendwie mit so ein paar Schrägen durchzogen und dann hat es jemandem gefallen. Den Daimler ja, vom Vorstand gegen die Wand gestanzt und deswegen hat er dann quasi den Abdruck genommen. Also lustigerweise, das steht auch für was. Also das steht, um es vorwegzunehmen, gar nicht direkt im übergreifenden Sinne für Frieden. Das ist ein Protestsymbol, das jemand vor 64 Jahren erfunden hat, im Mai 1958, also ziemlich genau 64 Jahre, und zwar ein Engländer namens Gerald Holtham. Und der hat das erfunden, um gegen die atomare Aufrüstung zu demonstrieren. Das ist halt ein Grafiker. Ich kürze es mal ein bisschen ab. Hier ist auch eine geile Szene beschrieben. Die echten Fans wissen hier, Full Metal Jacket, da brüllt der Sergeant den einen Typen auch so an, weil der so ein kleines Peace-Symbol, er hat oben auf seinem Helm Born to Kill und hier hat er irgendwie so ein Peace-Symbol und der Sergeant brüllt den halt komplett kaputt. Ich gucke mal, ob ich die Szene finde, dann packen wir das in unser Intro rein. Das ist halt die legendäre Szene. Und der Typ hat es aber erfunden, um gegen die atomare Aufrüstung zu demonstrieren. Und jetzt komme ich dazu, was das eigentlich heißen soll. Und zwar hat er sich aus dem sogenannten Winker-Alphabet, das Winker-Alphabet ist aus dem Segelbereich und da kannst du halt mit deinen Armen bestimmte Buchstaben nachstellen. Das musste ich auch damals für die Segelscheine lernen. Und er hat die Buchstaben für N und D aus diesem Winker-Alphabet in der Seefahrt genommen und hat die so ineinander verwoben, dass das halt N und D für Nuclear Disarmament heißt. Das ist sozusagen eigentlich der Ursprung und der Urgedanke dieses Peace-Zeichens. Das hat dann halt komplett abgehoben in der Hippie-Flower-Power und heute ist es ja eigentlich fast ein Modezeichen. Und schon alle, auch in meiner Kindheit und unserer Kindheit war es ja schon eigentlich ein Modezeichen. Jeder konnte das immer sofort malen und so. Also fand ich irgendwie ganz witzig, dass dieser Gerald Holtham sich eigentlich nur auf die nukleare Abrüstung fokussiert hatte damit. Und dann das ist für mich eins der berühmtesten Zeichen der Welt. Wirklich, nach dem Mercedes-Stern wahrscheinlich. Ja, definitely. Ist doch geil, oder? Ja, Elton, hör hin. Ihr wirkt so erstaunt, wenn die Frage kommt, weißt du Bescheid. Völlig geplättet. Also, ja. So viel dazu. Ja, interessant. Also für die nächste, wie heißt es, wer weiß denn sowas, Quiz-Sendung? Lieber was wäre denn die Frage dazu? Ja, wer hat es erfunden oder wofür steht wer das eigentlich? Erfunden? Ja, der Elton wird spätestens ab jetzt wird er unsere Sendung immer hören. Vielleicht wird es auch einfach nur heißen, was ist das Winker-Alphabet? Aber Leute von diesem Rang haben doch Personal, oder? Vielleicht kann er seine Sendung einfach hören lassen. Ja, jede Hörerstimme zählt. Ja, wir werden dem Zusammenfassung, nachgehen. Genau. Also hier seht ihr das Winker-Alphabet, das können wir ja auch nochmal verlinken. Das ist das N bis hier, ne? Das geht so, die Arme so schräg abgewinkelt nach unten mit der Fahne. Und das D, das ist hier oben, das geht halt so hoch. Ne? Da nimmst du die Fahne, die eine unten an den Körper und die andere streckst du senkrecht über deinen Kopf. Und der Kreis ist jetzt einfach so dann? Damit's runter genau, den wird. Kreis, gut, dass du fragst, danke, den Kreis hat er noch drumherum gezogen, um zu symbolisieren, dass es halt die ganze Welt, ne? Nuclear Disarmament auf der ganzen Welt. Ja. Das ist, symbolisiert die Erde. Gut, so viel dazu. Mensch, wieder was gelernt. Nicht vom Bernd, aber vom Ben. Wann kommt nicht denn schlecht. die Warnrakete, die Tröte? Ja, die muss ich jetzt suchen. Aber der Sommer hat doch bestimmt einen kleinen Quickie vorbereitet. Ich hab einen kleinen Quickie. Der abfeuert, sobald ich das hier mache. Jetzt bitte nicht wieder so laut. Ah, okay. Sehr gut. Eine angenehme Lautstärke. Smooth. Nuclear Disarmament all over. Ja, ich hatte tatsächlich, ich habe hier einen Quickie und ich hatte aber eigentlich einen anderen vorbereitet, aber den hat der Ben dann vorhin aus South Carolina vorgetragen.
Ich kann auch Quickies. Auch, ja, der Ben, der kann Quick, Benze Quick. jetzt werde ich hier endlich mal einen Quickie los, den schleppe ich schon gefühlt seit einem halben Jahr mit mir rum und der fällt immer hinten runter. Und der spielt im Kosovo in Pristina und wo? Pristina? Wie spricht man das denn aus? Pristina? Ja, also wir müssen noch mal so einen kleinen Kurs machen. Ja. Also aus Sprache und Fremdwörtern. Ja, Pristina, von mir aus so. Da ist ein Mann zum Arzt, weil er einen Gegenstand verschluckt habe. Kommt ein Mann zum Arzt. Ja. Hat einen Gegenstand verschluckt, hat ordentlich Bauchschmerzen. Ja. Ja, so. Und das schon seit Tagen. So, und was haben sie gemacht? Sie haben dann natürlich irgendwie in der Uniklinik gleich ihn zum Röntgen geschickt. Und dann war es doch etwas ungewöhnlich, weil wohlgemerkt, er hat den Gegenstand verschluckt und nicht irgendwie, wie ja auch schon verschiedentlich vorgekommen, irgendwie anal eingeführt. Er hatte ein Nokia 3310 im Magen. Ein Nokia 3310 und ja, Paul, kannst du bestimmt sagen, ist das eins dieser Standard berühmten Nokia-Dinger, ich weiß es nicht. Die Sorge bestand dann natürlich vor allen Dingen, dass der Akku irgendwie hochgehen könnte. So ein Akku ist ja irgendwie, der kann ja auch durchaus explosiv sein. Säureempfindlich. Ja. Säureempfindlich, explosiv, wie auch immer. Sie konnten das jetzt natürlich nicht so ohne weiteres rausholen. Und sie, um das Ding dann rauszuholen, haben sie das dann erstmal zum Teil im Magen zerlegt und dann rausgeholt. Das finde ich jetzt auch bemerkenswert, ehrlich gesagt, was heutzutage alles geht. Und haben es dann entfernt bekommen. So, und jetzt kommt zum Abschluss dieses Quickies die Preisfrage. Wo arbeitet der Patient? Oder wo, ja, arbeitet, lebt er? Wo lebt er? Kann man drauf kommen? Irgendwo da, wo Nokia-Handys hergestellt werden und er wollte so ein Ding rausschmuggeln. Im Handyladen. Das mit dem Schmuggeln ist gar kein schlechtes Stichwort, aber... Im Gefängnis. Jawohl, Ben Cartwright. Hm. Ein Sträfling war es. Man vermutet, keine Ahnung, dass er aus irgendwelchen Gründen das Handy wahrscheinlich reingeschmuggelt und irgendwie, keine Ahnung, Panik oder was... Aber so ein Nokia muss er ja so runtergeschluckt kriegen. So klein sind die alten Dinger und nicht. Und wie wollte der den Anruf? Der wollte es rauskacken dann, um es mal ganz deutlich zu sagen. Der wollte das schlucken und dann ist er davon ausgegangen, das windet sich da durch 5 Meter Dickdarm und sonst was, kommt die Nokia-Handy überall durch und kommt dann tatsächlich unten wieder raus. Oder vielleicht, das muss doch die Vorstellung. Vielleicht hat er das irgendwie durch so ein paar Einstellungen dauerhaft auf Vibration gestellt, sodass er gedacht hat, dass es besser durchrutscht. Ja, oder vor allem, wenn das klappt, dann geht er dran und sagt, boah, was für eine scheiß Verbindung. Er muss doch geklingelt. Nein, aber... Was sind, auf was für Leute, was für Ideen die Leute kommen? Das ist ja der Wahnsinn. Ja, das ist total gestört. Also, aber gut, ich weiß nicht, was da für Leute sitzen. Ne? Mit dem iPhone wäre das nicht passiert. Ja, also in der Tat. Also solchen Unfällen oder Aktionen beugt dann die aktuelle Generation, Handy-Generation vor. Ne? Also das würde man definitiv nicht mehr runterschlucken können. Ja, das stimmt. Na gut. Ich würde vorschlagen, wir behalten die Tablets und Handys alle hier auf dem Tisch. Ja. Und noch jemand ein halbes Malzbier? Du fragst mal bei Elton an, ob er nicht mal in die Sendung kommen will und ein bisschen was lernen möchte. Ja, bitte einmal Elton über Twitter anzwitschern. Genau, ich hab auch schon für die nächste Sendung wahrscheinlich da noch einen Experten zu deiner Pilzgeschichte organisiert, der selber bei dem Magazin da arbeitet, über das du da berichtet hast, mit den sprechenden Pilzen. Das wird sicherlich eine sehr spannende Sendung. Kann ich schon mal hier ein bisschen anteasern. Ich freue mich da total. Und der Beef sieht aus, ob er einen Spinnenbiss abgegriffen hat. Sonnenstich oder was ist das? Ich glaub, mach besser ich glaub, die Tür zu an der Seite, der kippt gleich seitlich ja, raus. Ja, klatscht dann hier auf dem Parkplatz. Okay, ihr Lieben, also bis nächstes Mal.
Gehabt euch wohl. Schönen Start in den Sommer. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.